Und wer zu früh lacht, auch. Mit deinem Tablet. Was haben wir denn hier? Da, 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 da. Nehmen wir dies und dies. Na, klasse. Yeah! Und zack, 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 alles meins. Wieder neuen Nuki. Ich brauche mal wieder neue. Ne, Moment. Nukis waren rechts. Ne, Pausen-Tool. Pausen-Viren waren rechts. Nukis waren links. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht mehr. Ich probiere es einfach. Einfach so. Zack. Muss dann funktionieren. So, was sind wir denn jetzt? Das ist dieser Hauptraum. Sehr schön. Gehen wir jetzt einfach mal wieder hoch. Und dann muss ich da lang eigentlich gehen. Ne, muss ich nicht. Muss ich jetzt hier... Moment. Habe ich mich hier jetzt verlaufen, oder wie? Rechts, runter. Ach so, ich muss den anderen Gang gehen. Weil ich will nicht in diese Untergrundbasis da rein. Erstmal, wie gesagt, das andere. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich will mir das Beste echt zum Schluss aufholen. Aufheben. Wobei, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir schon mal dabei sind. Da läuft man den Weg nur einmal. Wir müssen ja schon ein bisschen effizient denken. Hier ist das Leitstand wieder zurück. Und da und hier. Und hast du nicht gesehen. Ah, dann ist das Geheule groß. So, es sind ja alles eh Hauptquests. Von daher ist es eh wurscht. Eigentlich, oder? Primärziele, genau. Nia, Colvin, Declan, genau. Das sind alles normale Personen. Nichts, was irgendwie mit Megan Reed oder sowas zu sein passen könnte. Deshalb lässt sich das einfach machen. Das ging viel zu schnell. Okay. Was machen diese Dinger hier? Diese Nährlösungsinjektoren. Okay. Hier muss doch bestimmt noch irgendwo eine Wache sein. Oder lassen die den Gang hier unten frei, weil irgendwie... Vor allen Dingen ist noch ein Defi hier. Das ist schon mal... Es ist sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Wundervoll. Was seid ihr denn? Ja, okay, das Schmerzmittel lasse ich vielleicht mal für die liegen. Also zwar jetzt nicht ganz nach meiner Entscheidung, sondern mehr die Entscheidung des Inventars. Das mich echt stranguliert, was die Itemgrößen angeht. Ich habe übelst Bock auf Gothic mittlerweile, weil da kannst du alles mitnehmen. Alles. So, was haben wir denn hier? Wollen wir mal die Defi testen? Ah, schade. Dann eben nicht. Ich hätte es gerne mal ausprobiert. Wäre bestimmt ganz fetzig gewesen. So ein eingebauter Defi, das wäre cool. Hier sind ja echt ziemlich viele Patienten. Vor allen Dingen ziemlich viele, die aussehen wie Ärzte. Haben die sich selbst behandelt oder was ist mit denen los? Oder sind das die Ärzte, die hier verschleppt wurden? Okay, dann muss ich jetzt erstmal rechts weiter schauen hier. Dann gehen wir hier nicht mehr weiter. Dann gucken wir das hier mal an. Wo kommen wir hier hin? Benutzen solide. Hier ist nichts drin. Scheint mir eine Leichenkammer zu sein oder ähnliches. Hier sind Gegner über mir. Das interessiert mich nicht. Gut. Okay, dann schauen wir uns erstmal um, bevor wir das Ding hier hacken. Nicht, dass hier noch irgendwo so eine Art Information sein könnte. Nee, okay. Meistens ist die innerhalb von 10 Sekunden zu erkennen. Wo sind wir denn hier? Geheimer Raum oder Durchgang? Eins von beiden. Durchgang, sehr schön. Sehr gut. Okay, den Durchgang werden wir später benutzen. Und den hier erstmal noch. Dummerweise ist es kein Sicherheitshub, was echt sehr, sehr, sehr schade ist. Also denn. So, nehmen wir das noch mit. Komm schon. Und das noch. Wunderbar. Zugriff gewährt. Und wieder neues Nuki. Nice. Ich kann deine Besorgnis verstehen. Ach nee, Declan Faraday. Baba, bis dahin bitte setz dein Leben nicht aufs Spiel, indem du mir solche E-Mails schickst. Bla bla bla. Megan, ich mache mir langsam solche Sorgen. Bla bla bla. Natürlich macht ihr euch Sorgen. Also dann.
So, kann man sich denn hier erstmal umschauen, bevor es hier losgeht? Ah, Obduktionsraum. Warum auch immer da hier diese altmodischen Stühle eingebracht sind. Das ist nur wegen der Optik. Dadurch, dass das Spiel ja mehr in so einem, was war das gleich mal, venezianischer Stil oder sowas? Keine Ahnung. Oder Renaissance, irgendwie sowas. Das erklärt dann auch die Kleidung und die Stühle. Aber normalerweise hat das hier in einem OP nichts verloren. Adam? Adam Jensen? Genau. Heiliger Bimbam, was ist denn mit Ihnen passiert? Tja, ja, ich wurde neu zusammengebaut. Ich bin hier, um Sie abzuholen, Dr. Ferti. Ich habe Vasili gesagt, Seraph würde nicht aufgeben. Sevchenko ist tot, Dr. Ferti. Tut mir leid. Das dachte ich mir. Eines Tages war er weg und Sie sagten uns nicht, warum. Wir hatten Angst, also konzentrierten wir uns auf die Arbeit. Sie zwangen mich, ein Signalmuster zu entwickeln, das Software-Upgrades direkt an die Implantate eines Menschen sendet. Upgrades? Wofür denn? Das kommt ganz auf die Codierung an. Sie sagten, sie würden die Effizienz an Kliniken steigern. Aber das ist nicht das einzige Anwendungsgebiet. Bei weitem nicht. Man kann einfach so die Leute lahmlegen. Was ist mit Dr. Reed? Ihr GPL-Signal sendet nicht. Wissen Sie, wo sie ist? In der gesicherten Zone. Mhm. Aber da kommen sie nicht rein. Zu viele Wachen. Vielleicht könnte sie einen kleinen Zwischenfall ablenken. In einem der Labore zum Beispiel. Mutiger Plan, mein Junge. Aber ein kleiner Zwischenfall wird nicht reichen. Nein, Sie haben recht. Aha. Aber vielleicht drei zeitgleiche Zwischenfälle. Sie gefallen mir, Junge. Wenn Mia und Eric mitspielen, könnte es funktionieren. Oh. Aber was ist mit dem Timing? Das ist entscheidend. Überlassen Sie das Timing mir. Warten Sie einfach auf mein Signal. Sie vergessen da eine Kleinigkeit, Junge. Die können unsere GPL-Signale orten. Das dachte ich mir. Aber wir haben keine Wahl. Vielleicht gibt es einen Weg. Vasili wollte einen Virus in ihr Sicherheitsnetz einspeisen, um ihre GPL-Protokolle zu löschen. Eric oder Nia wissen vielleicht mehr. Na dann, gehen wir mal dahin. Was ist mit Colvin? Haben Sie Nia Colvin in letzter Zeit gesehen? Ich kann sie nicht finden. Die haben uns wirklich perfekt voneinander isoliert, aber ich vermute, sie ist im Microgen-Gebäude. Die beiden Gebäude sind über eine Brücke verbunden. Wenn sie die finden, müssen sie nicht wieder nach draußen. Ja, die habe ich auch gefunden. So, und die Entführer? Wer steckt hinter all dem, Doc? Der Entführung dieser Einrichtung? Keine Ahnung. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass ich seit 6 Monaten hier bin. Man möchte meinen, dass aber irgendetwas durchsickert. Aber der arbeitet einfach weiter. Aber wenn es nichts mit der Forschung zu tun hat, kriegen sie nichts aus den Typen raus. Klingt, als wären die Wachen gut ausgebildet. Aber wie schaffen sie es, dass die anderen Wissenschaftler nicht reden? Nun, am Anfang haben sie uns gedroht, damit wir für sie arbeiten. Vasili hat das gleich durchschaut. Er meinte, sie würden uns brauchen. Aber das war wohl nur bis zu einem gewissen Punkt so. Diese Schweine. Dr. Sevchenko kannte was ist dann passiert? Hat sie akzeptiert. Das hat er. Gehen Sie, Junge. Setzen Sie Ihren Plan in die Tat um. Erteilen wir diesen Wichsern eine Lektion. Das ist doch mein Doc nach meinem Geschmack. So. Ich suche immer noch Dr. Koss. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich ihn finde? Eric hat vor einigen Wochen beachtlichen Mut bewiesen. Warum? Er hat eine Notiz in einen Projektbericht geschmuggelt, um mir zu sagen, dass er in einem Labor im zweiten Stock des Microgen-Gebäudes ist. Auch dahin. Ich fürchte super. Allerdings, dass es mit Kameras und anderen Geräten gesichert ist. Sie müssen vorsichtig sein, Junge. Bin ich doch immer... Alles klar. Halten Sie sich bereit. Wenn Ihr GPL vibriert, provozieren Sie den Zwischenfall. Mach ich, Junge. Aber seien Sie vorsichtig. Die Frage ist jetzt, wo ist dieses komische Implantat überhaupt implantiert? Im Kopf? In der Hand? Im Fuß? Bein? Bauch? Weil wenn das Ding losgeht, ist das doch ein unangenehmes Gefühl, wenn du auf einmal so eine komische Vibration irgendwo spürst. Vor allen Dingen eine, die du gerade selbst nicht aktiviert hast. Wo du nicht weißt, wo die herkommt. So, haben wir also den Tunnel gefunden. Jetzt die Frage, wohin führt Distel? Ah, okay. Frage gelöst. Sind durch eine Brücke verbunden. Eine Brücke, ja. Kein Tunnel. Oh. Ah, super. Da kann ich also rein. Ah, jetzt muss ich trotzdem mal kurz schauen hier. Was war denn das? Das war dieses innere Teil. Das war eigentlich diese Brücke, die ich gehen wollte. Ist aber egal. Die lassen wir mal komplett außen vor. So, das war jetzt der normale Ausgang.
Okay, sind hier nicht normalerweise noch irgendwo Gegner gewesen? Der war eigentlich hier irgendwo. Ah, da ist die Sentry und das Teil. Sehr schön. Das werden wir jetzt mal umprogrammieren. Ne, das werden wir nicht umprogrammieren. Doch, das werden wir umprogrammieren müssen. Scheiße. Komm schon. Ja, ich hab's. Zugriff gewährt. Und, komm schon. Gegner, Gegner. Wow. Fettes Ding. Bäh. Ja, yep, hat wunderbar funktioniert. Das nenne ich doch mein Ablenkungsmanöver. Geiler Scheiß. Ah, herrlich. Ich habe jetzt eigentlich mal eine Idee. Ich werde das einfach mal mitnehmen. Ist mir doch jetzt egal, ob die mich finden oder nicht. Ja, klar. Und das war 100% das Passwort. Ah, komm. Das war das letzte E-Book, was ich hatte. Oh ja, danke schön. Gerade ist eine Ladung Hardware aus der Zentrale, die wir in einem gesicherten Lagerraum in der Nähe bei untergebracht haben. Ach so, es war ein ganz normaler Lagerraum. Okay. So, weil die Pisse mir ja sowieso übelst auf den Sack gegangen sind, kann ich einfach hier hochgehen. Ach, das wird so schön. Schneller laufen kann ich hier leider nicht mit. Was ist denn jetzt los? So, jetzt muss ich aber mal schauen, wo ich überhaupt bin. Ach so. Ich gehe jetzt komplett verkehrt rum rein. Aber ich kann das schwere Teil nicht ewig heben. Das ist auch ein bisschen schade. Aber egal. Es wird der Reihe nach mitgenommen. Ah, Trolling vom Feinsten, wirklich. So, falls hier jemand kommt, lassen wir das mal stehen. Ja klar, nicht genug Energie. Du mich auch. Ich zähle jetzt bis 3, dann muss das Ding voll sein. 1, 2, 3. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind jetzt wieder in diesem Gebäude. Diesem wundervollen Komplex. Ah, da hinten geht es also dann weiter. Sehr schön. Gut zu wissen. Das heißt, ich müsste erstmal diesen Weg hier gehen. Aber den werde ich erst machen, wenn ich hier mit diesen beiden... Obwohl, werde ich jetzt einfach mal schnell gehen. Hoffentlich sind hier keine Gegner. Es sind bestimmt Gegner hier. Wieso denn nicht? Aber ich will erstmal wissen, wo ich denn hier hinten was finden kann. Und ich habe so das Gefühl, dass hier auch was ist. Ah, ja, hat sich erledigt. Es ist hier was. Und zwar ein Lagerraum mit Muni. Forscher und Schrotflinte in der Klasse. Minenmatrix brauchen wir. Ja, EMP-Granaten. Dafür haben wir natürlich keinen Platz im Moment. Das interessiert ja niemanden. Hm, ich habe genug von den Teilen. Boah, wie schreibt es wieder aus? Okay, da haben wir das jetzt gefunden, aber trotzdem nichts gekonnt. Da gibt es doch eigentlich noch ein zweites da hinten, genau. Und das lässt sich über die vordere Tür aktivieren oder öffnen. Das müsste der Zugangscode sein, genau. 2, 1, 0. Das gute Sesam geht auf. Schick. Armbrust brauchen wir nicht. Ja, das ist für das Lasergewehr. Dummerweise, das... Wow, shit. Ach nee, das ist ja ein freundlicher. Ganz vergessen. Den gibt's ja auch noch. Das ist doch geil. Okay, dann kann ich bis hier hinten erstmal alles sichern. Damit ich ungefähr weiß, was hier Sache ist.
Okay, hier geht's dann rein. Hier sind dann auch diese ganzen Kameras. Das Ding lässt sich nicht öffnen. Ist aber auch nicht so schlimm. Kann man denn hier irgendwas wegbewegen, wenn hier hinten irgendwo so eine Art Durchgang ist? Noch nicht zumindest. Okay, und die Sentry nehme ich immer mit, nur für den Notfall. Ich die jetzt wirklich hier mit rein? Ja, ich nehme die mit durch. Das wird fetzig. Wird ganz lustig. Das wird so geil. So, da komm schon. Okay. Haben wir uns erstmal ein bisschen umgeschaut hier. Was sind das denn hier? Stase? Nee, das sind Kontaminationsduschen. Dekontaminationsduschen. Mit Betonung auf DE. Ich komme aus Deutschland. Wo haben wir denn noch was? Nee. Ah. Hier drunter vielleicht nichts. Okay. Hier ist auch nichts drunter. Hier ist auch nichts drunter. Hier ist auch nichts dahinter. Okay. Mal speichern. Mal kurz die Tür aufmachen. Ach, will der mich verarschen? Hä? Ah, herrlich. Ich bin doch so ein Arsch. Ach, da kommen sie. Oh. Ba. Oh, da kommt noch hin. Dem ist schon bewusst, dass er genau davor steht. Scheiß Sentry. Aber gut, dass Invis funktioniert. Schön zu wissen. Aber egal. Mann am Boden ist ein guter Mann. Was haben wir denn hier? Ba. Leute, ba. Und wieder was Neues bekommen. Sehr schön. Wieso kann ich jetzt schon wieder nicht speichern? Was ist denn hier los? Okay, ich gehe in Tab rein, Tab raus. Nichts passiert. Oh, ich kann immer noch nicht speichern, Leute. Hab ich? Nee, kein Caps aktiviert, kein gar nicht. Oh. Ist hier eine Kamera oder ähnliches? Nee. Ich war nicht geduckt. Das war mein Fehler gerade. Oh, Moment. Nee, da ist eine Tasche weiter unterhalb von mir. Aber ich will trotzdem erstmal diese Räume da anschauen. Das lasse ich hier, nur für den Notfall. Man weiß ja nie. Kann sie ja später auch noch mitnehmen. So. Das braucht man nicht. Der wird eiskalt über den Haufen geschossen. Ah, ist das schön, wenn man so. Du brauchst nur schwere Sachen mitnehmen. Du musst die Sentry mitnehmen und hacken. Das brauchst du eigentlich. Aber dummerweise ist das ziemlich viel, wenn man so drüber nachdenkt, ne? So, das waren zwei Räume. Ah, okay. Da latschen sie doch lang. Also, wo komme ich denn jetzt wieder hin? Die beiden habe ich. Den Außenraum habe ich auch noch nicht. Und jetzt habe ich gleich wieder Vorschau oder irgend sowas bekommen. Oder auch nicht. Na gut. Das Spiel gönnt einem aber auch nicht. Da muss man alles hart erkämpfen. Na, hi. Wo sind wir denn? Sind wir eine Etage weiter oben? Ja, wir sind eine Etage weiter oben. Jetzt die Frage, wie kommt man denn hier sonst hin? Also ich muss ja erstmal ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Hier ist nicht, hier ist nur Alarm. Eine Kamera, die aber nicht alles sieht. Das ist schon mal sehr gut. Die ist geduckt, weil gerade Alarm ist. Und kommt der mal hin? Hat sich da drüben jemand versteckt? Na, endlich ist dem das aufgefallen, dass hier jemand in der Ecke steht. Jetzt kommt er hin, ganz sachte. Die Kamera bleibt auch dort hinten, bewegt sich natürlich auch keinen Meter. Der kommt immer weiter, immer weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ich drücke die ganze Zeit die Maustaste. Okay.
So, wundervoll. Hat geklappt. Jetzt muss ich nur noch den anderen da hier. Oh ne, Moment. Das hier muss ich erstmal nachhacken. Hey, sehr schön. Megan Ree. Nee, du denkst nicht weit genug. Die Position des Prozessors ist nur eine Detailfrage. Klingt. Ja, die hat schon so ein mieses Aussehen von Anfang an gehabt. Da wird wahrscheinlich noch irgendwas gewesen sein. So, Moment. Ich wäre aber mal hier von der Position aus wieder sprechen. Leute wie Sie haben hier keinen Zutritt. Leute wie Sie. Freut mich auch, Sie zu sehen, Dr. Calvin. Was? Warten Sie. Ja. Ich kenne Sie. Sie waren Serifs Sicherheitschef. Was heißt hier waren? Bin, immer noch. Schöner Beschützer sind Sie. Wieso? Ich bin doch da. Ich bin beim Versuch, Sie zu retten, fast gestorben. Und jetzt sind Sie hier, um mich zurückzuholen. Aber auch nur fast. Tja, vielleicht will ich das ja gar nicht. Vielleicht habe ich hier ja mehr, als ich bei Serif je hatte. Würde Vasily Sevchenko das auch so sehen? Sie haben ihn umgebracht und seine Leiche weggeworfen. Das ist nicht wahr. Glauben Sie mir. Oder haben Sie diese Mörder so sehr manipuliert, dass Sie gerne Ihre Spielzeuge basteln? Das war kein Spielzeug. Wow. Es war ein Software-Upgrade, das die Funktion eines Biochips begrenzt. Sie sagten mir, es dient der Massenkontrolle. Oh. Ist Vasily wirklich tot? Haben Sie die Leiche gesehen? Das, was davon übrig war. Oh mein Gott. Der war ein bisschen frittiert. Ich hätte auf ihn hören sollen. Dr. Calvin. Ich muss Megan Reed befreien und alle anderen hier rausholen. Oh je. Wir brauchen also zeitgleiche Unfälle in drei Labors. The Clan und Eric. Natürlich. Ah. Interessante Idee, Mr. Jensen. Ehrgeizig, aber riskant. Das Timing wird entscheidend sein. Ich koordiniere den Angriff. Aber Ihnen ist klar, dass das Ganze auch nach hinten losgehen könnte. Ich bin kein Mauerblümchen, Mr. Jensen. Aber es könnte ein anderes Problem geben. Der GPL-Tracker, ich Na, weiß. Was sind wir und ich weiß von einem Virus, Problem. Den Dr. Sevchenko programmiert hat. Der Virus, der Ihre Security lahmlegen sollte. Immer einen Schritt voraus. Genau wie Vasily. Der Plan ist gut, aber ich habe das Virusprogramm nicht. Vielleicht sollten Sie mit The Clan oder Eric reden. Okay, und warum sollte ich Ihnen trauen? Dr. Colvin, ich muss wissen, ob ich Ihnen trauen kann. Es schien Ihnen hier zu gefallen, bis ich Ihnen von Dr. Sevchenko erzählte. 6 Monate, Mr. Jensen. Ja, das ist schon eine lange Zeit. Für Sie mag das kurz sein, aber wie lange kann ein Mensch in ständiger Angst leben? Irgendwann muss man einfach ein bisschen Spaß dabei haben. Was für mich viel leichter, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Haben das alle so empfunden? Vasily nicht. Und The Clan wohl auch nicht. Aber unsere Arbeit. Die Diskussionen und die Theorien. Ich hatte gedacht, Serifs Projekte wären schon weitreichend. Aber die Experimente, Was die ich die hier gesehen hier habe, bitte gemacht? Davon kann die DARPA nur träumen. Zumal sie hier nicht von der Regierung überwacht werden. Für Sie bin ich eine typische Wissenschaftlerin, oder, Mr. Jensen? Ja. Die blindlings Grenzen überschreitet, die Ist sich doch nicht was darum Tolles. Schert, wer die Zeche für ihre Entdeckungen bezahlt. Am Ende des Tages müssen wir uns alle im Spiel.